Und richtig toll ist, dass ich die ganze Zeit noch mal ein blödes Cam-Bild anhabe und keiner das Spiel sieht. Ach so, ja, ich dachte gerade, ich bin im falschen St Bildschirm und bin in der Ja, nee. So, und hepp. Ich sag mal so, ich finde das gar nicht schlimm, weil ich sehe das Spiel. Das stimmt. Ja, ich sehe So, das Spiel na auch. toll. Jetzt wird es auf jeden Fall auch tricky. Du kannst dich nämlich mit deinen Armen auch hochziehen. Ja, bis ich das gerafft habe, wie das geht. Guck mal, jetzt geht das ganz gut. Und ich erkläre dir eben einmal kurz, wie man halbwegs vorgeht, weil wenn du eine etwas höhere Position willst, dann machst du Arme strecken, nach oben gucken, loslaufen, springen. Ach, Also ich kann beide gleichzeitig. kannst beide Ja. gleichzeitig, genau. Hier schaffst du es jetzt tatsächlich auch noch so rüber zu springen, aber für den Fall der Fälle, Arme hoch, loslaufen, abspringen, dass wenn du es nicht schaffst, dass du dich mit den Armen hier festhältst, dann kannst du dich hochziehen. Das ist wie Sport. Ja. Ne? Ich bin so Mal, verzweifelt beim ersten Mal, weil vor allen Dingen hier. wichtig ist, dass man halt wirklich an der Oberkante hängt, dann kannst du dich nämlich hochziehen. Also, zack, vor und springen. Hier, und wie das So. aussieht. Ich will das sehen. Ja, dieses Rumgeeier beim Arme hochnehmen immer, ne? Das sieht so lustig aus. Hast du auch den Streamnamen geändert? Nee. Den Titel, also dass du drin bist. Das mache ich aber mal eben. Hä, warum liege ich denn jetzt unten? Hallo? Angelassen. Hey, oder? Mann. Okay, kann das sein, dass der Stream dem Spiel irgendwo hinterherhängt? Ja. Ja, ist ja Delay, ist klar. Immer. Ja, und da ich auf beiden Plattformen noch streame, umso mehr. Ist ja krass. Ja, das ist deswegen auch Nicht im normal. Ton im Discord dann immer ein bisschen komisch. Ja, genau. Das mit dem Hochziehen hast du perfekt verstanden, auf jeden Fall. Nur noch nicht, dass mit dem losspringt. Wo seid denn ihr? Ach, da hinten. So, hier wird schon schwieriger. Ah, passt auch noch. Wie so bad und nasser Sack häng ich da. Na toll. Oh. Du kannst aber hier vorne, kannst du auch noch mal hochgehen. Hier an der Stelle hier. Hier kommt man auch noch mal hoch. Ach, übrigens. Ich bring dir mal was. Climbing. To fall properly, you need to get high. Was Hier, ist das? nimm das mal. Und halt das fest. Ein Knochen. Nee, das ist kein Knochen. Ist das die Videoanleitung, oder? Genau, das ist die Videoanleitung. Ja, das ist ja eh auf Englisch jetzt bei ihm. Das ist bei mir auch auf Englisch. Ey, Mann, dieses Joch toll! Climbing. To fall Um properly, richtig you zu need to get fallen, da high. hoch This hinaus. instructional video was prepared for everyone who does not feel high Siehst du das enough Video? and is ready to do something about their situation. Climbing is as easy as doing yoga. The major difference being that yoga leaves you where you started, even if done properly. Let's break it down. Ja. Raise your hands. Ich dachte Inhale. gerade, das kann doch nicht an meinem Rechner liegen. Approach the obstacle. Lower your hands, grabbing the obstacle. Look down to pull yourself up. Walk forward as you release your hands. Hand release timing is crucial. Releasing too early or too late will not get you high. Sieht fast so And you aus might as well do wie yoga ich, instead. ne? So, dann hast du eine Anleitung gekriegt. Eigentlich genau das, was ich dir eben gesagt habe. Jetzt kannst du das Ding wegschmeißen. Pong. So, und hier kann man halt auch so aus dem Stand hochspringen. Dann spart man sich das ganze andere Rumgehüpfe. Schiebt mich mal jemand.
Shia ist schon wieder ganz weit vorne. Nein! Das sieht aus. So, jetzt da hoch. Scheiße, ich hasse es. Nein, nein, nein. Ja, warte mal, ein Schrittchen hinter. So. Genau, Arme schön hoch. Und jetzt ranspringen. Ich fang dich auf, wenn's geht. Oder auch nicht. Ich heb dich da mal hoch. Das sieht aus. So. Und hepp. Hepp. Und hepp. Und hepp. Also eigentlich kommst du überall so rüber, wenn du mit genug Anlauf oder schnell genug bist. Wo ist denn Shia? Da oben. Ach. Na, guck mal einer an. Was? Ich bin dafür weg, ich bin dafür weg. Ach du, ich hab das erste Mal da 3 Stunden für gebraucht. Ja, Steffi war auch nicht besser. Ich hab das ja mit den Hochheben und so nicht gerafft und dann hochziehen mit der Maus. Richtig. Ja, wenn man das erstmal verstanden hat, dann ist es nur eine Übungsfrage. So. Achso, ich sollte ja mal loslassen. So. Eins hinter. So. Und so. Genau, und hochziehen. Komplett hochziehen, bis er oben ist. Schön, schön gedrückt halten, die Taste dafür. Und dann die Arme loslassen. Am besten mit Anlauf. Aufgefangen. Ich stelle mir das gerade vor, also wenn du da 3-4 Bier interessant. Dann wird das interessant. Yay! Eieiei. Ja, dann zieh dich mal hoch, wenn du es schaffst. Jawohl, klappt doch. Häng doch voll am Hintern dran. Es ist halt wirklich ein bisschen einfacher mit dem Controller. Also ich hab's mit Maustastatur auch schon probiert. Geht eigentlich auch voll klar, aber mit Controller ist es doch nochmal ein Ticken einfacher. Au, voll gegen die Wand gerannt. Kennst du bei den Optionen bei der Maus? Maus umkehren. Ja. Das habe ich geglaubt gemacht. Bei mir ist alles verkehrt rum. Ich muss so umdenken. Dann musst du mal Optionen kannst du ja wieder umstellen. Ich habe Angst, dass ich gar keinen Mauszeiger mehr habe. Jetzt habe ich gerade einen Mauszeiger gehabt, das ist so super, das nenne ich erstmal. Ja, wobei du ihn jetzt aber nicht brauchst eigentlich, ne? Jetzt ist er ja eh ausgeblendet. Stimmt, ich kann ja hier auch schon rein. Genau. Kannst ja hier auch in das Menü. Soll ich dir die Position sagen, wo das ist, oder findest du das? Controls. Genau, Tastatur, Maus und dann Belegung weg. Und dann ist das der dritte Punkt. Es muss beides deaktiviert sein, was du dazu machen ist. Oh, jetzt funktioniert das besser. Jetzt ist oben nach oben. Ja, perfekt. Sonst ist das ziemlich blöd. Oh, hier liegt auch eine Fernbedienung rum. Get even higher, you need to jump before grabbing the edge. Raise your hands running toward the obstacle. Jump to grab the edge. Lower your hands pulling yourself up. Walk forward releasing the hands. Practice timing and use the momentum. Willst du das Video sehen oder eigentlich hast du es ja verstanden, glaube ich, ne? Das ist nur reine Übungssache, bis man das einmal richtig raus hat. Ja. Ja. Das ist auch. Boah, ey. Und aufpassen, wenn man sich dreht.
Oh. Wo seid ihr? On the way. Hier auch nicht. So, also für mich gar kein Problem. Angeber. Ich hab's aber auch ehrlich gesagt von Anfang an sehr schnell verstanden, das Spiel, ne? Glücklicherweise. Ich hätte mich auch richtig dumm anstellen können. Das würde auch zu mir passen. Ich war einfach blond, ne? So könnte man das auch bezeichnen. Na gut, Steffi dann auch. Ja, eben. Vielleicht sind Frauen da einfach ungeschickter. Und Steffi hat ja so mit Rechten überhaupt nichts zu tun. Richtig. Das muss also, man ja auch mal sagen. Mit einer Hand geht's nicht. Ne, mit einer wird's echt schwer. So, jetzt nach oben, zack. Genau. Und auch. Oh, hier. Oder ist, auch nicht. Hier ist jemand Neues. Da lebe ich ja. Nee, das bin ich nicht. Der ist aber hässlich. Hier ist einer, den wollen wir nicht haben. Ja. The Carpenter. Und weg ist er. Oh! Fast runtergefallen. Ich hab mich festgehalten, egal wo ich hing. So, weiter geht's. Du wartest hier oben schon auf uns, Schier. Ja. Ist doch auch mal schön, wenn ich nicht mal warten kann. Das Spiel hat was. Ja, ich find's ultra lustig. Also es ist einfach mal was komplett anderes wie sonst so, ne? Ja, muss erst auf den Waggon. Sonst ist das zu hoch. Da fehlt ein halber Meter. Dann, ich ziehe den auch wieder ran, gar kein Problem. Nein, von der Bank meine ich. Jetzt hab ich mich festgehalten und scheiße, ich flieg. Was hab ich, beim letzten Mal habe ich die Dings benutzt, ne? Jetzt springe ich da aber nicht runter, oder? Doch, da muss da in die Richtung runter. Ich will nur nochmal versuchen. Ich habe hier beim letzten Mal so ein Seil gehabt. Das habe ich, glaube ich, schon mal probiert, ne? Und bin derbe gescheitert da dran. Ja, das habe ich mir gerade auch überlegt, ob ich das. So. Nee, das mit. Warum ist denn der Waggon jetzt da hinten wieder? Weil ich hier rüber wollte. Mann. Uhuhu. Alter, das reicht überhaupt nicht. Das sieht aus, ey. Wie schwinge ich nochmal? Ich glaube vorwärts, rückwärts, ne? Weiß ich doch nicht. Ich probier's mal, bis ich da drüben ankomme. Die Besoffen hängt da. Ah, ich hab's geschafft! Wie? Ich bin mit dem Seil rübergekommen. Ja, wie hast du das geschafft? Ich mit genug Anschwung. Ja. Obwohl, dann sterbe ich wieder. Das Problem ist halt, ich kann euch nicht mehr helfen. Das Seil kann man nur einmal benutzen. Glaube ich. Ihr müsst ich also. Genau, ihr müsst da runterspringen. Da müssten wir lang. Ich ahne Schlimmes. Gar nicht so Vorsicht, schlimm. Vorsicht, denk nicht, da sind keine Abgründe zwischendrin. Ja, doch. Also immer schön. Also. Arme ausstrecken. Ich hole Schwung. Training. Ich guck mir das von hier oben mal an. Ah, den Weg weiß ich gar nicht mehr. Da ist kein Abgrund. Nee, aber dann kommt wieder ein ziemlich großer Abgrund. Yay! Bremst doch! Ja,
Ja, jetzt musst du die Rampe hier hochlaufen, bis hinten hin. Ich komme hinterher. Arme ausstrecken und dann springen. Ich will nicht auch von der anderen Seite kommen. Keine Ahnung, müssen wir? Da kommt man ja den Zug nicht hoch, glaube ich. Nicht stimmt, warte mal. Aber auf der anderen Seite komme ich auch nicht weiter. Meine ich. Ja, von der anderen Seite, ich habe den ja jetzt rübergezogen. Dass du dann auf den Zug springst. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, da bin ich mit meinen Mädels dran gescheitert an der Stelle. Ja doch, ich glaube, man muss tatsächlich jetzt von hier aus an den Zug springen. Korrekt. Hier geht's lang. Ja, ich gehe auf jeden Fall von dem Container runter, bevor ich runterfalle, weil der so schief steht. Ach, warum geht denn das jetzt nicht runter? Ich bin zu dünn. Ja. Ich bleib mal schön hier oben stehen. Hä? Johnny Farmer, okay. Mahlzeit! Was geht bei dir? So. Ich sehe nichts. Hund ist müde, Hund hat sich hingelegt, aber der steht von alleine wieder auf. Na toll. Ich bin schon daneben gesprungen. Genau da. Ich sehe leider nicht, was ihr macht. Schon vorbei. Ja. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich habe den Sekt getrunken. Hast du schon wieder getrunken, Schier? Nein, ich trinke nicht. Ich habe gar keinen Sekt mehr. Aber die läuft so, als ob ich den getrunken hätte. Ich glaube, ich habe eine ganze Kiste. Sekt da! Scheiße, und immer wenn sie sich umdreht, fällt sie da runter. Ach, toll. Ist der drüben? Nix auf deinem Discord, ja, kennst du mich noch? Komm auch aus Hessen. Boah, pfff. Ja, also, der Name sagt mir auf jeden Fall noch was, aber schon länger her, ne? Würde ich mal behaupten. Oh Gott. Ja. Ja, super. Viel Glück. Na toll. Ich schaff's nicht. Shia hängt immer noch hier unten. Mann. Ach du. Mann. Jetzt haben wir dich eingeklemmt, ne? Mann! Ey, Hilfe! Was soll das? Ihr seid gemein! Ey, warte, ich lass mal eben Shia da raus. So. Mann, ach scheiße, jetzt bin ich ganz runtergefahren. Oh, wo kommst du wieder? Oh nein. So, jetzt schön mit Anlauf und Gas. Ah. Ich mach das nochmal. Jetzt darf ich nochmal von vorne. Ich helf dir mal, indem ich hinten drauf stehen bleibe, während du nach vorne läufst. Wo bist du, Sushi? Ah, du bist ganz vorne wieder. Du hältst mich fest. Sorry. So, ich renne. Und genau. Yes. Ich warte noch auf Shia hier. Mache ich ihr auch einfacher. Ja, LS17 Zeiten. Ah, ich soll mal springen. Ja, also so lange ist das definitiv schon her, ne, Johnny? Hui! Yay! Party! Ja, wer kommt auf so eine Idee, so ein Spiel zu machen? Ich weiß nicht, was die Leute manchmal nehmen. Keine Ahnung. Alter, los! Genau, einer nach dem anderen. Auch wenn ich hier stehe, ihr seid aber schwerer zu zweit als ich. Bleib schön hier. Jetzt kannst du. Anton, ey, was geht bei dir? Ja, das war eine gute Idee. Seid ihr beide drüben? Ja. Dann komme ich jetzt auch. Also zumindest erstmal auf diesen Felsen da. Sehr schön. Aber noch nicht am Zug.
So, immer schön einer nach dem anderen. Drängelt nicht, wir haben Zeit. Das sah gut aus. Ich drücke immer zu spät auf Springen. Ja, dann drück ruhig einen Ticken früher. Sauber. Ja, yeah, ich hab's geschafft. Jetzt. Nein! Ja, jetzt schaffst du es nicht, oder was? Doch, ich ja, aber. Der muss nur Spinat essen, das Männchen. Genau. Oh. Ja, du hattest den einen Arm zu weit unten am Container. Deswegen konntest du dich nicht wirklich hochziehen. Ey, das wird Gaudi. Wenn ich mein Headset hab, das wird eine Gaudi. So, auf geht's. Du schaffst das! Ja, bei mir hatte Lenny auch eine Ausnahme gemacht damals, wo ich noch kein... Rottwaga! Vielen Dank für dein Follow. ...kein Headset hatte oder beziehungsweise nicht wusste, wo mein altes ist. Ja. Was eh kaputt ist. App. Deswegen tut mir das auch immer an den Ohren weh. Bist du immer noch nicht hier oben? Warte, ich komm, ich krieg das hin. Zack, einmal da hoch, hopp. Ich glaube, den schätze ich gar nicht mehr. Von YouTube? Müsste aber eigentlich. So. Ich muss den noch auftauchen. Ich komme morgen mal ein bisschen was mit Fahrzeugen kaufen und so. Ja, sehr schön. Dann können wir ja demnächst starten, Anton. Oh, oben. Nee, aber ich sehe doch nichts. Im Moment steht auch nichts Aktuelles. Boah, hämmerst du auf die Taschen rum? Ich glaube, ich muss mal. Nein! Ja, das kenne ich irgendwo ja, das Problem. Weil ich fange mich nicht zu bewegen, dann fliege ich auch runter. Hast du Angst hier? Komm, put. Komm. Nein. Komm. Nein, ich komm da nicht hoch, du weißt das. Nein, bitte. Du warst schon fast unten. So. Ich bin auf dem Weg. Der zieht mir nach. Nein. Komm her, du böses Mädchen. Ah. Hab dich an der Nase. Das sieht aus, als ob ich hier dir in den Arm reinbeiß. nein. Ich dachte, ich kann gemütlich einen Rauch. Nein, kannst du nicht. Ja, ich merk's. Anton, ich wünsche dir eine gute Nacht. Wir hören uns. Oh, hier bleib ich hängen. Ich bleib hier hängen. Ich hab's geschafft. Bist du auf dem Waggon? Gut. Dann solltest du auf jeden Fall davon runtergehen. Weil da rutschst du nämlich, wenn du stehen bleibst. So, Shia, du darfst. Nein. Auf die Plätze ist nicht los. Ich bin oben und liegt da wie tot. Buff. Nein, zu früh. Ich warte auf dich. Habe ich vor uns zu stark auf die Tasten gehauen, kann das sein? Ein bisschen. Ja. Ich hab's zumindest gehört, aber ich habe vieles, was man eigentlich vielleicht nicht hören sollte. Das würde ich meinen Besuchern lassen. Ah, oh, scheiße, jetzt war ich unkonzentriert. Ach, Schier. Ah! Wer ist das? Ist da schon wieder einer zugekommen? Ja, der will mich. Der kriegt mich nicht. Bleib weg da. Wo seid ihr? Ich schnapp mir den. So. Den schmeißen wir tot. Den schmeißen wir direkt erstmal runter, den Kollegen. So. Der will dich runterschmeißen. Also trunken.
Ein Skelett. Komm her, Junge, ich krieg dich. Mit den Zacken. So, runter mit ihm. Ich hätte die Beine genommen von ihm. Jetzt fliegt er da unten irgendwo rum. Wo ist er? Ah, jetzt ist er bei Shia. Ey, da kannst du einen ja komplett psychisch fertig machen. Wenn der endlich da oben ist, du wirfst ihn runter. Ja. Im Fall tue ich ihn nicht, dass ich da hinten drauf stehen bleib. Ich schmeiß ihn raus. So. Gut, dass du es gesagt hast, dass der bei mir ist. Gerade nämlich auf dem Handy rum. Was stolperst du denn hier rum? Wie so ein Häufchen Elend. So, wenn ich dich da jetzt runterschmeiße, dann haben wir ein Problem. Hab dich. Komm, ja. Entweder ihr lauft da jetzt durch das Portal, oder? Das ist noch ein bisschen weiter weg. Nein, das ist in einem Haus da oben. Warst du da schon drin? Ja, ich hab euch doch damals da rausgeholt. Mich? Bestimmt nicht. Doch, ich bin da rüber gesprungen. Ich geh mal gucken. Müssen wir da durch jetzt? Okay. Irgendwo ist hier eine Tür. Tür auf. Sonst wüsste ich das ja gar nicht. Tür auf. Tür auch auf. Er macht sie wieder zu. Okay, so. Da ja, war's, ich zieh sie auf. Ja, da warst perfekt. Du mit der Steffi beschäftigt. Mir gefällt die Einrichtung nicht hier. Warte mal. Es werft mir aus dem Fenster. Oh, ich hab einen neuen Fernseher. Oh, Scheibe zu Bruch gegangen. Na, sowas. Das sieht da von unten bestimmt cool aus, wie ich an der Scheibe hänge. Pass aber auf, dass sie nicht kaputt geht dabei. Ich wollte gerade sagen, ein Klick, die ist noch ganz geblieben. Uhu, hallo. Wow, ich bin mal auf dem Felsen. So, ich hau erstmal den Lautsprecher über die Rüstung. Den brauchen wir nicht mehr. Weg da. Was macht denn ihr? Die Wohnung aufräumen. Hier hat einer seinen Müll stehen lassen. Dran, so, einen Lautsprecher habe ich entsorgt. Den nehmen wir auch noch weg hier. Den brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt weiß ich auch mal, wer hier so laut Musik hört. So, der ist auch weg. Ruhige Stunde, laute Nachbarn. Ja, geht ihr mal da durch. Ja, du schaffst das schon. Wir räumen die Bude noch ein bisschen auf. Den Tisch brauchen wir auch nicht mehr. Der kann auch weg. Fernseher zu schwer? Ah! Rums. Alter, wie das Panel rausfliegt. Du scheppert und knallt. Shia, hallo. Was machst du denn schon wieder? Komm gefälligst jetzt mit hier hoch. Wieso kriege ich dich denn nicht mehr gegriffen? Immer nur die Arme. So, ja, ich spring da eben nochmal hoch. Ja, ich kam nicht auf den Zug. Ach so, falsche Richtung. Ja, toll. So, willst du nochmal? Darüber habe ich ja eben geschafft einmal. Einmal von so. Dann hat der Zug wieder nicht geklappt. Oh oh. Was hast du jetzt noch einer runtergefallen. Ja. Ich habe das Sofa runtergeworfen. Achso, wenn es nur das Sofa war und nicht du selber, dann ist okay. Ich hab hier nämlich die Kissen rumfliegen sehen. Ich hab ihn auch da unten gesehen. Ich hab nur das Sofa fliegen sehen und dachte mir so... Ganz. So, warte, ich springe zuerst, dann kann ich dich eventuell hochziehen. Ja, dann kannst du mich hochziehen. Ich muss sagen, ich bin runtergefallen, kam von oben wieder.
Da kann ich dich nicht hochziehen, Shia. Toll, doch, probier mal. Ich bin runtergefallen und kam von oben wieder auf die Map gefallen. Halt dich mit einer Hand fest und zu. Geht nicht, okay. So, warte, mein Fuß hängt ein bisschen. Ist das normal oder war das ein Bug?